Für all diejenigen, die sich für den vollständigen Erhalt des Perinatalzentrums Level 1 am Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum in Neubrandenburg eingesetzt haben, sind es zum Jahresbeginn gute Nachrichten. Die Ende 2022 gestartete Petition erreichte mehr als das Doppelte der erforderlichen Unterschriften, auch dank der sozialen Netzwerke. Es ist ja Wahnsinn, wie in den letzten Tagen, bevor die Petition zu Ende gegangen ist, letztes Jahr, sind ja noch mal innerhalb von 4 Tagen durch Social Media vor allem, was Social Media auch bewirken kann, haben wir jetzt noch mal richtig gespürt, sind ja noch mal über 50.000 dazugekommen. Ja, und wir hatten ja letztendlich über 108.000 Stimmen und das ist ja sagenumwogen. Also ich finde diese Beteiligung deutschlandweit vor allem, finde ich sehr stark. Denn nun muss sich der Petitionsausschuss im Bundestag dem Thema annehmen und die Initiatoren in einem sogenannten Quorum zu Wort kommen lassen. Dann gilt es, alle Argumente zusammenzutragen und sie in der knapp einstündigen Anhörung den Verantwortlichen im Petitionsausschuss vorzutragen. Aller Voraussicht nach wird dieser wichtige Termin am 27. März 2023 stattfinden. Und ich hoffe, dass wir das so gut einpacken, dass die, sage ich mal, Bundestagsabgeordneten, die dort sitzen im Petitionsausschuss, unser Ansinnen, was wir jetzt eingereicht haben, auch verstehen, dass ein Gesetzesentwurf für den ländlichen Raum so nicht umgesetzt werden kann, sondern es dahingehend eine Ausnahmegenehmigung gibt. Denn das derzeit geltende Gesetz verlangt eine Mindestmenge von sogenannten Extremfrühchen auf ein Jahr gesehen, um die Versorgung zu rechtfertigen. Aber eine solche Mindestmenge von Kindern, die mit einem Geburtsgewicht von unter 1250 Gramm zur Welt kommen, kann im ländlichen Raum nicht erfüllt werden. Deswegen muss eine Ausnahmeregelung auf den Weg gebracht und das Versorgungsverbot aufgehoben werden. Mit der Anhörung im März ist man nun einen entscheidenden Schritt vorangekommen. Ich hoffe, dass es eine greifbare Hoffnung ist, dass wir die Bundestagsabgeordneten dahin bewegen, aufgrund dessen, was wir ihnen vortragen werden, dass dadurch ein Gesetzesentwurf, den man ja nicht zurücknehmen kann, hat man noch nicht erlebt in Deutschland, zumindest zu Verbesserungen führen kann. Dass man sagt, hier gibt es eine Genehmigung für den ländlichen Bereich, weil die Versorgung hier anders ist wie im Ballungsgebiet, dass man da diese Ausnahmegenehmigung erstellt und sagt, diese Krankenhäuser dürfen trotzdem weiter Level 1 Zentrum bleiben. Die Anstrengungen der Initiatoren haben sich bislang bewährt. Doch damit die Anhörung im Petitionsausschuss auch zum gewünschten Erfolg führen kann, müssen in den kommenden Wochen erneut alle Kräfte gebündelt werden.